Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Deutschen Simulator 2013. Tag, Herr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Deutschen Simulator 2013. So, folgendes. Fingertest. Funktioniert. Wir sind... Oh, geh mir auf den Sack. Wir sind stehen geblieben. Das haben wir alles schon gemacht hier, ja? Herztransplantation und Nieren und Gehirn. Und wir haben sogar im Ambulance-Mode, also hier im Krankenwagen, auch schon die Herztransplantation gemacht. Und was steht jetzt an? Die Nierentransplantation im Krankenwagen. Und das stelle ich mir sehr schwer vor. Kannst du mal die Klappe halten, du Scheiß-Telefon? Weil ich da ja schon im ersten Durchgang so viel gebraucht habe, so lang, weil ich immer noch nicht genau weiß, wie die funktioniert, aber doch drauf geschissen, die machen wir einfach. Na logisch. Also, ab geht's hier. Das wird jetzt ein paar Folgen dauern, fürchte ich. Aber wir haben ja Zeit. So, mein Problem ist nämlich, ich weiß nach wie vor nicht genau, wo ich hier schneiden muss. Ich muss mir erstmal dieses ganze Gedöns hier rausholen. Und, tja. Was ich genau nehmen muss, weiß ich auch nicht. Das hat immer ganz gut geklappt hier, das Teil. Jetzt habe ich aber anscheinend die ganze Schüssel. Moment. Komm her! Komm her, du Ding! Komm her zu mir, du! Ah, oh, scheiße, jetzt geht's schon wieder los hier. Ich möchte das Ding hier haben. Und jetzt ist es mir da entfleucht. Jetzt ist es da nach links rausgerutscht. Jetzt fällt mir die Uhr wieder runter. Komm her, du! Ich brauche dich! Ja, genau, Fahrer! Fahr mal so, dass das ganze Zeug mal ein bisschen nach rechts rutscht wieder. Ich komme an das Teil ja nicht ran. Warte mal, ein bisschen drehen. So, und dann versuchen wir das nochmal hier rüber zu schubsen. Dich brauche ich jetzt nicht. Ich will das hier haben. Ja! Ja! Spring in meine Hand! So. Ja. Das ist jetzt natürlich etwas scheiße hier so. Das heißt, ich muss nochmal ablegen. Wo sind denn überhaupt die Nieren? Wo liegen die denn? Ich brauche noch zwei Nieren zum Reinlegen. Sind die da schon rausgeflogen? Warte mal, da hinten nichts hängt. Oh, warte mal, das ist... Ich muss neu starten, das bringt ja gar nichts so. Ich muss erstmal gucken, wo die Nieren überhaupt sind. Also die ich nachher einfügen muss. Ich glaube nämlich, dass die da... da sind die und die sind schon rausgeflogen vorhin. Stimmt das? Die lagen da schon gar nicht mehr. Moment. Ich bin so doof hier jetzt. Da, geht mal aus der Bahn hier! Kann doch alles nicht wahr sein. Ja, da waren die nämlich. Die sind schon rausgeflogen und irgendwo in der Pampa rumgeflogen. Da hätte ich das gar nicht mehr schaffen können, ja. Komm, jetzt machst du diesen scheiß Deckel hier weg. So, jetzt fliegen die natürlich erst recht hier durch die Gegend. Aber was will ich machen? Kann ich ja irgendwie nicht beeinflussen, ne? So, jetzt nehmen wir uns erstmal hier das Zeug weg. Und dann schnapp ich mir hier ganz flink das Schneidegerät. Und jetzt versuchen wir das einfach mal wieder hier mit dem Rausschneiden erstmal. Na, mal nicht so in die Kurve gehen. Seht ihr das, wo die Nieren schon wieder rumballern? Also ich weiß nach wie vor nicht, wo ich hier genau schneiden muss. Deswegen schneide ich einfach irgendwo. Und das hat ja dann meistens irgendwann geklappt. Wenn ich immer so ein bisschen außen rum schnibbel, dann geht da schon mal irgendwann was ab, glaube ich. Und solange er nicht irgendwie dauerhaft Blut verliert, der Lappen, ist das ja alles nicht so schlimm. Also sägen wir einfach mal so. Irgendwann wird sich das eventuell... Ah, da hat sich schon was gelöst jetzt hier auf der linken Seite. Besser gesagt auf der rechten Seite. Das Frauenlinks, meinte ich. So, jetzt drehen wir das noch ein bisschen so rum. Meine Nieren liegen immer noch da. Also ist alles noch im grünen Bereich. Wenn ich da so ein bisschen mehr rumsäge... Ja, dann verliert er Blut. Das heißt, wir müssen jetzt mal versuchen, hier die Spritze zu nehmen. Die Antiblutungsspritze. Zack! Sehr gut. Und dann rinn in den Kopf. Rinn in den Kopf. Jawohl. Auch funktioniert. Wunderbar. Können wir es wieder ablegen, die Spritze. Möglichst so, dass wir es wieder aufnehmen können. So, dann versuchen wir das hier wieder zu schnappen. Und halt, ein bisschen drehen. Ab da, wir bleib hier. Ja, ja, ja. Nein, fast hätte ich es gehabt. Sehr schön. Jetzt haben wir es wieder, das Messer. Besser als je zuvor. Die Nieren sind immer noch da. Wunderschön. Wunderbar. Wenn ich wüsste, wo man schneiden muss. Wenn ich nur wüsste, wo man diese Gedärme rausschneiden muss. Ich schneide halt immer blind irgendwie und deswegen hat es auch beim letzten Mal so lange gedauert. So,
Und da hat sich wieder was gelöst. Jetzt schauen wir erstmal, was wir jetzt schon raus haben. Damit wir nicht zu viel schneiden. Ob da schon was rausgeht. Mal gucken. So, da war doch was. Komm, gib her. Ich komme nicht so richtig dran, Bert, warum auch immer. Ist es doch noch nicht los, oder was? Komm her, du scheiß Darm! Raus mit dir, du scheiß Darm! Komm her! So. Gut, das war der außenrum Darm. Den werden wir mal da ablegen. Meine Nieren habe ich auch noch da. Wunderbar. Das hier ist alles noch fest wahrscheinlich, ne? Nochmal prüfen hier mit einem prüfenden Griff. Ja, das ist alles... Da schwabbelt auch noch nichts rum. Das heißt, wir müssen hier weiter sägen. So, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal wieder... Ah! Ah! Auch erst wieder das Gerät hier. Komm her! Meine Fresse, kann der mal vernünftig fahren hier? Ich kann so nicht arbeiten. Hallo. Ich kann das Ding ja gerade nicht aufnehmen. Ich sollte es vielleicht fangen, wenn es gerade in die Luft springt. So, jetzt habe ich aber. So, geh weg, Feuerlöscher. So, jetzt pass auf. Habe ich noch beide Nieren hier? Ja, liegen beide noch da. Es besteht noch Hoffnung, Bob. Eieieiei. Vorsichtig. Wir müssen diesen Darm hier noch entfernen. Also das hier sieht mir so aus, als ob ich hier schneiden müsste, ne? Da ist doch so eine Ritze. Au. Ja, wunderbar! Super! Ist auch gleich mit rausgeflogen. Das war natürlich Absicht. Ich habe das genau in dem richtigen Moment geschnitten. Und die eine Niere ist auch schon raus. Oh meine Güte, bin ich gut drauf heute. So, jetzt kippen wir erstmal wieder die Hand ein bisschen. Wir müssen hier rein. Und müssen uns das Zeug hier noch rausschabubbeln. Die eine Niere können wir gleich auf Seite schubsen. Wo sind meine anderen Nieren? Oh Gott, nein! Da ist nur noch eine da. Wo ist die hin? Erstmal keine Panik auf der Titanic. Jetzt vielleicht taucht ihr wieder auf, wenn er nochmal irgendwie die Kurve fährt. Das wäre jetzt echt ärgerlich! So, aber momentan muss ich ja sowieso erst noch die zweite Niere entfernen. Die erste könnt ihr eigentlich schon reinlegen, dass sie mir nicht mehr abhanden kommt. Komm mal her. Komm mal her! Wahrscheinlich ist sie rausgefallen und liegt irgendwo auf der Straße, die andere Niere. Dann habe ich natürlich ausgeschissen. Dann habe ich natürlich keine Chance mehr. Aber wir legen die mal hier rein. Falls die zweite wieder auftaucht. Die Olle da, die können wir eigentlich wirklich mal rausschmeißen, ne? Raus! Ja, und da ist wahrscheinlich auch irgendwie die neue auch schon rausgeflogen. Naja. Okay, jetzt pass auf. Jetzt brauchen wir hier nochmal das Ding. Wir müssen ja nochmal... Ah, komm her, du! Ich knack dich! Ich schnapp dich! Was ist das denn jetzt? Scheiße, ich hab's nicht richtig fest. Es hängt. Es hängt! Lass los! Nein, nicht so weit runterfallen. Ich brauch dich noch. Zack! Habe ich ihn jetzt? Ja, ich habe ihn, aber ich habe ihn ungünstig. Seht ihr, ja, da schneide ich mir wieder versehentlich die Pulsader auf. Das wollen wir doch nicht. Das wollen wir doch nicht. Ja, das Blöde ist nur, es ist genau so. Jetzt fliegen hier die Spritzen umeinander. Ja, wo ist die zweite Niere? Verflucht. Hä? Was war das denn? Okay, jetzt ist sie weg. Ja, die zweite Niere muss noch raus. Die andere bleibt hoffentlich drin. Komm her. Komm her, du Scheißding hier. Sie ist draußen. Das war auch gut. Weg damit. Jetzt brauche ich diese Olle da noch. Und dann bräuchte ich nur noch die neue. Aber die ist weg. Ich werde wahnsinnig. Ich schaff's nicht mehr, weil die andere Niere weg ist. Oh nein. Das ist aber echt mal unfair, oder? Ich war so gut drauf. Komm her. Komm her. Die andere... Andere scheiß alte Niere nicht raus, gerade. Seht ihr ja, ne? Mal ein bisschen drehen. Mal so versuchen. Nee, ich komm nicht dran. Komm her, du Scheißteil. Komm! Du willst das doch auch! Nee, das willst du irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Warte mal. So, jetzt kommt. Jetzt nimmt das Ding! Hat sich da echt so richtig rein versteckt hier. Ich komm nicht dran. Also irgendwie. Na komm. Ich muss dann eh erstmal die neue Niere suchen, ne? Weil die alte, das würde mir nicht durchgehen lassen, dass die dann nochmal die alte nochmal einbaue. Ich komme nicht dran. Ich komme irgendwie nicht rein. Weißt du, vielleicht ein bisschen drehen.
Meine Fresse, ey. Man kommt sich echt so ein bisschen behindert vor bei der Steuerung. Ich komme aber auch, warte mal. Jetzt versuchen wir es mal auf die Tour. Ah, nee, so nicht. Hopp! Scheiße, geht nicht. Aber wo ist denn überhaupt die andere Niere? Die ist weg, ne? Ohne die zweite Niere läuft hier eh gar nichts. Ey, hallo, wo hast du die Niere hin? Hallo! Du Arsch, du Blöder. Du hast die Niere weggeworfen. Ich hätte vielleicht den Deckel doch nicht aufmachen sollen. Oh, da ist die zweite Niere! Ich werde wahnsinnig. Ich habe noch eine Chance. Komm her! Ich weiß nicht, ob ich die andere rausnehmen muss. Vielleicht geht's ja auch so. Erstmal rein. Erstmal rein, das Ding. Okay. Ich muss trotzdem die alte Niere rausnehmen. Das ist ja schon. Und aufpassen, dass ich nicht versehentlich die neue erwische. Bleib drin! Komm her! Komm her! Komm her, bitte! Oh Mann! Oh Mann! Der Daumen passt nicht rein. Los! Raus! Ich weiß nicht, ob ich die rausmachen muss oder ob es reicht, wenn ich die neue weiter nach oben hinlege. Ich weiß es nicht. Ich versuch's aber halt mal rauszunehmen erst. Sicher ist sicher. Was weg ist, ist weg, ne? Ist klar. Komm her! Jetzt hab ich dich, du Arsch! Ja! So, wo ist die zweite Niere? Die liegen doch alle sehr gut jetzt hier. Mann! Muss ich jetzt hier noch hochschubsen oder was muss ich machen? Geh rein! Scheiße, geh rein! Los, Alter! Alter! Komm, rutsch nach oben! Du musst weiter hoch! Mann! Wieso geht denn das nicht? Was muss ich jetzt genau machen? Muss ich die irgendwie drehen? Hochschieben geht nicht. Ja! Ich bin Gott! Und ich habe sogar ein A bekommen, eine 1. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann lasst mir ein Like da und sagt mir, ob ich die Hirn-OP auch noch machen soll. Eigentlich eine blöde Frage, oder? Ach, drauf geschissen, kommt die Hirn-OP, machen wir auch noch. Und dann schauen wir mal, ob da noch irgendwas dazu kommt oder ob es dann durch ist, das Ding. Also, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao!